Erstmal vorab, lang nicht gesehen. Ja, man hat Bart bekommen vielleicht, weil ich nicht gesehen habe, was unter meiner Maske passiert. Teilweise waren 70% meiner Intensivpatienten beatmete Covid-Patienten. Ich persönlich bin gesund und es geht mir gut und auch die Stadt Fürth ist weiter stabil unterwegs. Mein Umfeld meldet mir zurück, dass ich deutlich angespannter wirke als normalerweise. Das liegt bestimmt an den vielen Sorgen, die ich habe und an den vielen schlaflosen Nächten. Ja, mir geht es eigentlich gut. Uns geht's, mir und meiner Familie, blendend. Und ich glaube, das ist ja in der heutigen Zeit das Allerwichtigste. Unserem Markt geht es auch wirklich sehr, sehr gut. Mir geht's gut, ich hoffe, euch geht's auch gut. Ich weiß, langsam ist die Geduld bei vielen weg. Ich verstehe es auch, bei mir ist es auch der Fall, aber ich hoffe, dass mir bald irgendwann so ein Ende in Sicht ist. Ja, wie geht's uns? Wir haben unser Café offen. Wir verkaufen to go. Die Leute dürfen reinkommen, 3 Leute auf einmal. Das hat sich tatsächlich sehr etabliert. Meine Mitarbeiter sind seit 12 Monaten in Kurzarbeit und haben entsprechende Einkommenseinbußen. Und wir als Unternehmen haben von den groß angekündigten staatlichen Hilfen bisher noch nicht viel gesehen. Wir haben im Frühjahr die Corona-Soforthilfe bekommen und jetzt im März einen Teil unserer Kosten aus November und Dezember. Nichts für Januar und nichts für Februar. Also man merkt ja, ich habe einen anderen Hintergrund hier und das liegt daran, dass ich ausgezogen bin. Also ich bin immer noch in Berlin, aber was halt eben für eine Person, die seit einem Jahr versucht, aus Berlin rauszukommen, natürlich schon mal ein kleiner Fortschritt ist. Außerdem bin ich sehr dankbar gerade für meine Situation. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Es gibt Menschen mit wesentlich schlimmeren Situationen gerade. Und ich bin hier in der WG, ich habe wenigstens soziale Interaktionen. Das ist für mich auch das Unwort des Jahres 2020, Homeschooling, weil das ist wirklich absolute Katastrophe. Es gibt sicherlich Schulen, die dieses besser handeln, aber bei uns ist das Katastrophe. Also die Lehrkräfte haben kein Gefühl für das, was sie da den Kindern an die Hand geben und was sie den Kindern antun. Es geht damit los, dass es kein Verständnis für die Technik gibt in diesem Homeschooling-System. Die Lehrer viel zu viel aufgeben, Aufgaben über Aufgaben. Es ist ja immer so ein leichtes, ein Klick und es ist nochmal ein Arbeitsbogen. Noch ein Klick und es ist noch ein Arbeitsbogen, welches dann nicht wirklich überprüft wird. Also das ist wirklich absolute Katastrophe. Persönlich wurde mein Leben außerordentlich bereichert durch die Geburt des ersten Enkelkinds, eine Selena, die wirklich viel Freude bereitet. Weil ich kann meine Kinder mit zur Arbeit nehmen, wir sind ja ein zweistöckiges Café, die können sich oben hinsetzen, die können Homeschooling machen, die können kriegen Kaffee, kriegen Kuchen und können dann natürlich auch mal runterkommen und Fragen stellen. Und mein Vater ist vor 7 Wochen gestorben. Das ist schon eine traurige, gravierende Veränderung in meinem Leben. Es gibt aber auch was Schönes. Ich habe mich im Oktober verliebt. Ich bin glücklich liiert und plane, mich dieses Jahr zu verloben. Irgendwie sind wir genau wieder da, wo wir im Juni waren. Denn die Unsicherheit darüber, wie lang das Ganze noch geht, und wann das Ganze mal ein Ende hat, ist halt immer noch vorhanden. Dieses ständige von einem Lockdown in die nächste Lockerung und dann wieder in den nächsten Lockdown ist einfach sehr anstrengend. Weil ich merke, das ja, hat schon einfach ganz viel Kraft gekostet und ganz viel Falten verursacht. Ich bin unglaublich dankbar, dass es uns gibt, dass wir da stehen, wo wir stehen und dass es uns so gut geht, relativ gesehen natürlich. Also wenn wir offen hätten, ging es uns besser. Aber Überleben ist das Ziel und das tun wir. Ich habe eine Prognose abgegeben, die im letzten Sommer sehr optimistisch war. Leider kämpfen wir immer noch mit Corona. Trotzdem hat sich Entscheidendes geändert. Ein Impfstoff ist da. Unsere über 80-Jährigen sind durchgeimpft. Die Sterbezahl ist gegen Null gegangen in den letzten Wochen. Auch die Intensivstation ist bei weitem nicht mehr so belastet, wie es mal war. Also, wir haben noch Einschränkungen, aber es gibt auch große Lichtblicke. Meine Skepsis hat sich im Prinzip bewahrheitet.
Ich wäre dann im Oktober sogar für eine komplette zweiwöchige Ausgangssperre gewesen, anstatt eines so endlosen Pseudo-Lockdowns. Die zweite Welle hat uns in der Klinik voll erwischt und fulminant getroffen. Teilweise waren 70% meiner Intensivpatienten beatmete Covid-Patienten. Und schlimm war vor allem im Herbst und im frühen Winter, so oft auch bei jungen Patienten, einfach nur zusehen zu können, wie das Virus erbarmungslos sein Programm abspielt. Man konnte immer nur reagieren und wusste eigentlich schon immer vorher, dass das Programm, wenn es einmal angelaufen war, unbarmherzig weiterlaufen würde, nicht selten eben auch bis zum Tod. Das war sehr belastend. Ich hatte mir vorgenommen, dass wir mehr online verkaufen. Und wir stehen hier auch in unserem Räumchen, wo wir allen Onlinehandel abwickeln. Aber es ist doch leider nicht so einfach, wie alles auf den ersten Klick wirkt. Allein logistisch ist es für uns eine riesige Herausforderung, nennenswerte Online-Umsätze zu machen. Wir müssten circa 700 Pakete packen, um den gleichen Umsatz zu machen an einem Tag wie im stationären Handel. Und das ist in so einem Gebäude, in dem wir uns befinden, überhaupt nicht möglich. Insofern wird online für uns noch lange Zeit nur ein Nebenerwerb sein. Also ich habe von vielen gehört, dass diese ganzen Hilfen gut ankommen und sie damit auch sehr gut über den Winter gekommen sind. Es ist ja nun mal so, dass hier über Winter wenig los ist. Deswegen ist das alles im Moment noch nicht so gravierend. Aber jetzt ab Ostern wird es wirklich Zeit, dass unsere Gewerbetreibenden, unsere Beherbergungsbetriebe wieder öffnen können. Weil jetzt drückt dann doch der Schuh und auch wir im Einzelhandel, wir brauchen jetzt auch wirklich einen vollen Ort mit Urlaubern, damit wir dann auch weiterhin zufrieden sind.